Hallo und herzlich willkommen zu einer kurzen Conan Exiles Patch News Information. Ich wünsche viel Spaß beim Ansehen. Funcom veröffentlicht heute einen neuen Hotfix, mit dem ein großes Problem der Xbox-Spieler beseitigt werden soll. Hier die Übersetzung für alle Xbox-Spieler unter euch. Hugo schrieb im Forum: Grüße, Exzellenten. Wir veröffentlichen einen neuen Patch, der auf das Problem der Datenbeschädigung auf der Xbox-Plattform ausgerichtet ist. Das Team arbeitet auch kontinuierlich an den Crash-Fixes und OOM-Problemen, das bedeutet Out of Memory, die in einem kommenden Patch behandelt werden. Patch Notes: Leistungen und Stabilität. Die Hauptursache für das Problem der Fehlerdatenbeschädigung wurde behoben. Bitte beachtet, dass der Fehler bei der Beschädigung falscher Dateien auch nach der Aktualisierung noch einmal angezeigt wird, woraufhin die Meldung nur angezeigt werden wird, wenn tatsächlich beschädigte Dateien erkannt werden. Hinweis: Die Behebung des Datenbeschädigungsproblems führte zu einer unerwarteten ID in Übereinstimmung. Es gab keinen Verlust von Zeichen oder Daten auf der Serverseite und die Entwickler arbeiten an der Behebung dieses Problems. Wir werden so schnell wie möglich eine Korrektur veröffentlichen. Und das war es auch schon gewesen. Sobald Neuigkeiten bekannt werden, werde ich euch entsprechend darüber informieren. Bis dahin, haltet die Ohren steif, bleibt gesund, bis bald.